Willkommen zurück zu Let's Play Sims 2 für Jahreszeiten. Und wir sind wieder zurück bei Philipp und Sophie. Es ist Montagmorgen. Und Philipp muss zur Arbeit. Und zwar um 8 Uhr. Das heißt, er hat noch ein klein bisschen Zeit. Sophie hat einen freien Tag und dann kann sie mal ein paar von ihren Fähigkeitspunkten ausbauen. Philipp muss mal was Spaßiges tun. Ist noch im Bad nicht ganz fertig. Die kann auch mal das Klo sauber machen. Philipp schaut sich gerade den Wetterbericht im Fernsehen an und es heißt, es ist ein kalter Tag. Mehr konnte ich jetzt nicht lesen auf die Schnelle. Wir haben jetzt auch Herbst. Noch einen Tag übrig und dann wird es Winter. Das Schöne am Winter ist, dass man noch so ein paar mehr extra Sachen machen kann mit den Sims. Wenn nämlich Schnee fällt und der auch liegen bleibt, dann kann man Schneemann bauen und Schneeballschlacht machen. Und manchmal kommt auch ein Pinguin vorbei. Gucken, ob er noch ein paar Löffel Müsli essen kann und dann geht's ab zur Arbeit. Der Wetterbericht hat sich gerade geändert. Nicht sehr zuverlässig. So, genug Wetterbericht gehört, der sich alle 5 Minuten ändert. Ich will nur mal kurz schauen, wie viel eigentlich noch eine Spielmaschine kostet. Geschirrspüler von Blitzplank 550. Dann hat nämlich diese ganze von Handwascherei mal sein Ende. Dafür gibt es nämlich auch keinen Sauberkeitspunkt oder so, deswegen ist das total überflüssig, diese Arbeit. Oh, das ist eine laute Spielmaschine. Das ist ja fast wie meine zu Hause hier. Sophie freut sich. Also, sie braucht einen Mechanikpunkt. Das darfst du jetzt mal lernen. Und dann brauchst du noch 2 Sauberkeitspunkte. Und dann kann sie in ihrem Job aufsteigen. Danach kann sie sich mal um den Baum kümmern.
Der braucht etwas Pflege, der Baum. Und jetzt schneit es. Aber ich glaube, es wird noch nicht liegen bleiben, weil es halt noch Herbst ist. Noch kein richtiger Winter. So, dem Baum geht's wieder gut. Er blüht, obwohl es Herbst ist. Und es schneit. Das ist irgendwie so eine sehr lustige Kombination. Oh, dann darf Sophie mal ein bisschen Zeitung lesen. Und ein bisschen sauber machen. Also das Klo war ja sauber. Das hat sie schon gemacht. Das heißt, sie wird auf jeden Fall noch einen Sauberkeitspunkt erlernen müssen. Und sie hat sich gerade ihre Outdoor-Kleidung nicht ausgezogen. Normalerweise, wenn die ins Haus rein und rausgehen, ziehen sie sich immer automatisch um. Das ist ein kleiner Fehler, dass sie das jetzt nicht gemacht hat. Im Haus ist es eigentlich nicht so kalt, dass sie jetzt ihren Mantel anhaben müsste. Und nur noch einen Sauberkeitspunkt brauchen wir. Wow. So, genug telefoniert. Jetzt kann sie mal ins Bad gehen und dann noch was zu essen holen. Ich möchte übrigens so im nächsten oder übernächsten Video eine Oma mit ins Haus setzen. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen von einem von euch, die gemeint hatte, dass sie immer mit ganz vielen Leuten spielt. Und ich dachte, wenn ich jetzt eine Oma mit ins Haus bringe, könnte die auch dann später auf das Kind aufpassen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Besonders weil Großeltern nicht viel Schlaf brauchen und Kinder auch nicht. Das passt ganz gut zusammen. Halt. Bleib stehen. Erstmal hier die Toilette wieder abziehen. Jetzt gibt's was zu essen. Philipp wurde mal wieder befördert und zwar zum Rechtsanwaltsgehilfen. Wenn du diesen Job machst, geht keine Geschäftsausgabe und keine Arbeitsstunde unter. Von deiner peniblen Buchführung können sowohl deine Firma als auch deine Klienten profitieren. Und er verdient jetzt 422 Simoleons und hat einen Bonus von 844 erhalten. Das hört man doch gerne. Jetzt darf er auch ein bisschen Schach spielen. Er braucht auch noch einen Logikpunkt und einen Sauberkeitspunkt.
Ah, die beiden könnten eigentlich auch zusammen was spielen. Ein bisschen fangen vielleicht. Ja, so Martha? Ja, das habe ich auch so. Philipp möchte noch einen Freund finden. Als erstes kommt da wahrscheinlich die Marienfrage. Mit der versteht er sich schon ganz gut. Tolly! Die kann er mal anrufen. Und die Sophie lernt noch ein bisschen was. Und ich muss ihm noch diesen hässlichen Anzug ausziehen. Und dazu kann er einfach mal ins Bad gehen und nicht duschen, sondern baden. So, und dann geht's im nächsten Video weiter. Und dann werde ich mal eine Oma erstellen. Und zwar, ich habe mir einfach überlegt, dass ich Sophies Großmutter, Sophies Mutter, also dann, wenn die mal ein Kind haben, dessen Großmutter das dann wäre, erstellen möchte. Und damit geht's dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.